Ihr hört Megafon 95, der Fortuna-Podcast von Projekt Megafon. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fortuna-Talk-Freunde. Ihr hört Megafon 95. Ich bin der Moe Dampendribbel auf Twitter. An meiner Seite heute der Michael Czerwinski auf Twitter. Und der 18. Spieltag liegt hinter uns. Fortuna gewann gegen Braunschweig 0-1 das Auswärtsspiel. Unsere Links zu den Social Media Accounts findet ihr natürlich in den Shownotes. Und ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und Micha, schön, dass du mir nicht in den Satz reinschreist. Ja, wie so oft. Und guten Tag. Themen der heutigen Folge: das letzte Spiel gegen Braunschweig, kleinen Ausblick auf Aue. Wir wissen, da ist noch ein bisschen was Zeit hin, aber wir schauen trotzdem mal drauf. Happy End vor der Winterpause, die Zote spielt nicht und Infos zu unserem Hinrunden-Rückblick. Micha, vor dem Spiel schrieben mehrere Zeitungen: gute Laune im Training. Ja, eigentlich sollte man ja immer im Training gute Laune haben, zumindest wenn man oben mitspielt. Du spielst ja auch oben mit und wir gehen praktisch als Tabellenerster in die Winterpause. Dazu später mehr. Michael Rensing ist der einzige Spieler, der aktuell verletzt fehlt. Fortuna spielt dann 4-2-3-1. Warum 4-2-3-1? Alle sagen 4-1-4-1. Ich möchte es kurz erklären. Fink pendelt zwischen zwei Positionen. Er pendelt als Zehner und er pendelt eigentlich als klassischer Sechser. Sodass das 4-1-4-1 tatsächlich hinkommt, wenn du sagst, Fink ist der Spieler, der vor und hinter die Viererkette im Mittelfeld pendelt. Deswegen 4-2-3-1. Weiter geht's. Lovren kam für Schmitz und Ex-Fortuna Yildirim startete in der Elf von Braunschweig. Ja, keine 10 Minuten mal gespielt. Micha, Davor Lovren macht das 1-0. Ja, aus einem überragenden Konter eigentlich. Ich glaube, nach einer Ecke von Braunschweig. Ball gewinnen, dann wird Rahman geschickt und halb entfallen, halb glücklich legt er den Ball dann auf Lovren durch und Lovren läuft dann bis in 16er und macht das dann überragend mit einem Lupfer. Ja, halt Weltklasse-Tor, Konter lief, wie gesagt, über Rahman. Ich glaube, ich habe die Zeitlupe gesehen, so wirklich passend tut er den nicht, der Ball rollt einfach weiter und Lovren erläuft sich den. Aber den so krass über den Torwart zu chippen, das Selbstvertrauen zu haben, ist schon der Hammer. Ja, da hat Lovren gezeigt, warum er als Riesentalent gilt eigentlich. Bis dahin passierte nicht mehr viel. Fortuna bestimmte das Spiel, war aber nicht wirklich zwingend. Ich glaube, den Satz habe ich in den letzten Wochen jedes Spiel einmal gesagt. 32. gab es dann Konter. Hennings legt auf Neuhaus auf. Der lässt zwei Spieler im Strafraum stehen. Und ja, schießt den Ball dann halb links aufs Tor. So wirklich platziert war der nicht. Der ging so, ja, wirklich halb links aufs Tor. Und Fesic, ja, hält den Ball. Nachfolgende Ecke war harmlos. Michael, hätte er mehr draus machen müssen, oder? Ja, eigentlich war der Ball gut geschossen, halt ein bisschen umplatziert, aber dafür mit Kraft. Und es war auch so ein Ding, in der zweiten Liga hält den Ball auch nicht jeder. Normalerweise muss man schon sagen, er war nicht hundertprozentig gut geschossen, aber er war zu 100% gut gehalten. 42. Ja, Aufreger nicht wirklich. Davor Lovren hat nach seinem Tor die gelbe Karte gesehen und in der 42. musste er dann raus. Usami kam für ihn. Ich glaube, Funke wollte ihn da schützen, weil er ging trotz gelber Karte hart und ungestüm in die Zweikämpfe. Braunschweig wurde in den letzten 5-8 Minuten wesentlich besser und man hat das Gefühl, die werden aus der Halbzeit kommen und uns überlaufen. Gehen wir kurz das Fazit zur ersten Hälfte. Wie gesagt, Fortuna mit mehr Ballbesitz, von uns speziell ruhig, ging kein Risiko ein und man machte wirklich das Spiel. Große Chancen gab es wenige, Fortuna war aber, was das Spielerische und Ballbesitz angeht, die bessere Mannschaft. In der ersten Halbzeit hatten die knapp um die 60% Ballbesitz. Das war auf jeden Fall, wie sagt man, impressive. Nach dem frühen Tor sind sie eigentlich ja nicht auf Verwaltung, aber auf Ballbesitz gegangen, weil, wie heißt es so schön, wenn du den Ball hast, kann der Gegner keine Tore schießen. Braunschweig hat aber auch nicht viel dafür getan, in der ersten Halbzeit mehr zu machen als zu kontern. Ja, die sind halt nicht auf Pressing gegangen, sondern die haben Fortuna hintenrum spielen lassen und auf den Fehler gelauert. Der Fehler kam dann zwar ein, zwei Mal, aber wurde halt nichts. Und was ich unnötig fand, war, den Lovren auszuwechseln in der 42. Minute, weil, ja klar, er ist halt, hatte halt die unnötige gelbe Karte wegen dem Trikot ausziehen nach dem Tor und ist dann halt auch zwei, dreimal ein bisschen härter in Zweikampf gegangen, aber man hätte ihm die 3 Minuten zur Halbzeit hätte man ihm noch geben können, weil dann kommt es halt nicht so doof rüber, weil du bist ein junges Talent, ja, spielst dann gut und dann
wird hier direkt so der Wind aus den Segeln genommen, weil hätte man den in der Halbzeit ausgewechselt, hätte jeder das verstanden und es wird halt nicht so scheiße rüberkommen dann. Ja, der Funke hat ihm ja auch dann in den Arm genommen, mit dem kurz noch gesprochen, dann war auch schon die Halbzeit, da musste der Funke in die Kabine, so dann haben die noch miteinander gesprochen. Ja, aber in den 3 Minuten wäre er wahrscheinlich nicht vom Platz geflogen. Und wenn, dann hätte man ihm auch sagen müssen, ja, bist du selbst schuld. Wer weiß, 48. Minute, Hoffmann, hartes Einsteigen, gibt gelb, fehlt im nächsten Spiel, 5. gelbe Karte. 60. Minute, Fortuna mit Dusel, da klatscht der Braunschweiger den, glaube ich, an die Latte. Braunschweig wird auf jeden Fall stärker, die kamen mit dem angesprochenen Druck aus der Kabine, so wie eigentlich das letzten Zeit immer war, dass die Fortuna-Gegner irgendwie stärker aus der Halbzeit kamen. Die Fortuna selber, das war auch in diesem Spiel von F95 so. Man hat das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben. Man hat sich aufs Kontern beschränkt und dann halt versucht, dafür Entlastung zu bringen. 75. Minute, Rahman bekam dann auch noch die gelbe Karte. Die Fortuna lief wirklich nicht mehr viel und in der 76. Minute kam dann auch Kiesewetter für Rahman. Ich war wirklich überrascht. Fortuna hält körperlich auf jeden Fall mit, lässt sich aber zu tief in die eigene Hälfte drängen. Konter werden nicht mehr richtig ausgespielt. Das Tempo fehlte einfach. 88. Minute kam dann Nielsen für Neuhaus, der nochmal Offensivschwung bringen sollte. Hat zwar nicht ganz geklappt, aber es war auch ein Wechsel, der mich so ein bisschen überrascht hat, weil der war offensiv und nicht defensiv. Fortuna führte zu dem Zeitpunkt immer noch 1-0. Ja, 90+3, Einhand gibt gelb. Der nächste Spieler, der nach der Winterpause durch 5. gelbe Karte fehlt. Ich glaube, da können wir gleich im Fazit noch drauf kommen. Ich hau einfach erstmal Mainz raus. Fortuna kämpft Start, hältst du die Führung? Funkel wechselt anders. Jetzt stelle ich die Frage. Hört Friedhelm Funkel unseren Podcast oder ist es eine Selbsterkenntnis, dass er was ändern muss? Ich hoffe, es ist Selbsterkenntnis. Wie, ich dachte, es würde dich freuen, wenn er unseren Podcast hört. Ja, ich würde es natürlich auch freuen, wenn er unseren Podcast hört und darauf eingegangen ist, dass wir letzte Woche erzählt haben, er wechselt immer wieder gleich und er stellt immer die 15 selben Spieler auf. Und diesmal hat er mal Lovren reingeworfen und ihm mal von Anfang an die Chance gegeben und es hat sich ausbezahlt, weil Lovren das 1-0 oder das Siegtor gemacht hat. Ja, mein Fazit zum Spiel ist, es war eigentlich, klar, Fortuna war überlegener, aber gefühlt die besseren Chancen hatte Braunschweig, nur halt, die haben die Chancen nicht effektiv ausgespielt. Und war das Glück, dass Braunschweig halt mit ihren halben Torchancen kein Tor macht und Fortuna dafür das über die Zeit bringt. Das Glück muss man auch mal wieder haben, wie am Anfang der Saison und in den letzten Spielen war das Glück halt nicht mehr da. Fortuna verteidigte allgemein sehr konsequent. In den letzten Wochen haben wir immer festgestellt, dass Fortuna Phasen drin hatte, wo man dann nicht defensiv stand, sondern irgendwie, ja, es wirkte chaosmäßig. Was die Selbsterkenntnis von Friedhelm Funkel angeht und die Wechsel, vielleicht sagt er sich, es ist kurz vor der Winterpause, jetzt kann ich schon mal anfangen. Vielleicht sehen wir nach der Winterpause einen anderen Friedhelm Funkel oder eine andere Fortuna-Mannschaft. Vielleicht lässt er die nochmal sich jetzt anders prägen oder entwickelt gewisse Sachen vielleicht nochmal weiter. Weil ich war überraschend, diese Wetter kam eigentlich von der Tribüne auf die Bank und dann jemand, der von der Tribüne auf die Bank in die Startelf eingewechselt wird. Das ist ja auch schon etwas, was es nicht so oft gibt. Normalerweise machen sowas Trainer eigentlich nur, wenn es überhaupt nicht läuft. Zum Kiesewetter muss ich nur sagen, ich habe ehrlich gesagt gar nicht gemerkt, dass er gespielt hat. Weil du im Skript geschrieben hast, Kiesewetter wird für Rahman eingewechselt. Erst da habe ich gemerkt, dass er überhaupt gespielt hat. Weil ich habe das Spiel auch nur halb auf einem Auge geguckt und spricht eigentlich nicht für ihn, wenn ich nicht mal gemerkt habe, dass er gespielt hat. Er kam halt recht spät und Fortuna war allgemein in der Phase, wo Braunschweig sehr stark gepresst hat. Da war nicht mehr viel mit Offensiv. Man muss trotzdem ein paar Spieler erwähnen. Rahman, wie immer, überall. Der hat super gepasst und läuft wirklich viel in die Tiefe. Wolf mit einigen guten Paraden hält Fortuna die Führung. Und Neuhaus, klar, der macht eindeutig ein paar starke Aktionen. Konnte in dem Spiel zumindest die Fehler, die er sonst macht, abstellen. Das hat so Modka und Fink leider nicht geschafft, obwohl Fink eigentlich auch erwähnenswert ist, weil der immer solide spielt. Ich weiß gar nicht, warum wir Fink irgendwie auch nie den Man of the Match gegeben haben. Ja, Fink ist halt so dieser Arbeiter und man sieht halt eigentlich nicht viel von ihm. Beziehungsweise, wenn man was von ihm sieht, dann ist es so diese geile Grätsche von hinten, in dem er nur den Ball spielt. Hat er tatsächlich in dem Spiel 2-mal gemacht? Ja, wie gesagt, das ist halt eher so ein Arbeiter und nicht so ein Schönspieler wie Neuhaus oder Rahman. Und wahrscheinlich, also ich merke es, dass er seine Aktion immer hat, aber das sind halt Aktionen, die nicht jeder sieht, sag ich mal. Was ich auch sehe, ist, dass wir beide wieder den gleichen Man of the Match geben. Ich glaube, du schreibst im Skript von mir ab. Ja, nicht unbedingt. Wenn wir beide einer Meinung sind, das heißt ja eigentlich, dass der Spieler einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat in dem Spiel. Die Rede ist von Davo Lovren, in der super ersten Hälfte, wenn er nicht gespielt. Er brannte darauf, den Ball zu bekommen, bot sich sehr oft an, auch wenn dann die Fortuna-Spieler
nicht wirklich nachgerückt sind, muss man ihm sagen. Er suchte den Zweikampf, was ihm natürlich dann die Auswechslung bescherte, weil er sehr aggressiv zur Wehr gegangen ist und Funkel ihn sowas rausnehmen musste. Klar, er hat auch gezeigt, warum er ein Riesentalent ist. Die traumhafte Lupfer, Chip, Heber, wie auch immer, war super. Die gelbe Karte zum Trikot ausziehen, dumm. Ja, das war in dem Moment, wo er das Trikot ausgezogen hat, in der 8. Minute, dachte ich mir so, ah, das ist unnötig, aber ich habe mich trotzdem für ihn gefreut. Ja, klar, du sagst es, er freut sich halt. Der spielt Fortuna keine Rolle. Wenn er dann reinkommt, spielt die Mannschaft schlecht. Er kann sich nicht wirklich zeigen oder konnte es vorher nicht. Und jetzt kommt er rein, spielt geil, macht ein Tor und dann springt natürlich aus dem die Freude raus. Ja, ich würde ja behaupten, wenn Lovren in der Rückrunde so weiterspielt wie jetzt in der ersten Halbzeit gegen Braunschweig, dann ist der mit Rahman zusammen eine überragende Flügelzange. Hoffen wir mal, dass es so kommen wird. Ja, wir geben den EWNST-Preis, ja, es war nicht sein Tagpreis, um genau zu sein. Micha, jetzt hast du John Zimmer diesen Preis gegeben. Du bist doch sonst immer ein Befürworter. John Zimmer ist halt ein Spieler, der hat halt immer mal wieder so ein, zwei Dinger im Spiel, aber dadurch, dass er trotzdem viele Sachen gut macht, macht er seine Fehler wieder gut, sage ich mal. Und in dem Spiel war es halt, ja, das war so eine bezeichnende Aktion, er läuft halt rechts von hinten, schön rechts über den Flügel, zieht dann rein, läuft einmal quer über den Platz und spielt den Ball dann auf der linken Seite komplett ins Aus, weil da keiner mehr war. Und ja, das war, bis zum Abspiel war es eigentlich eine überragende Aktion, aber am Ende bringt es dir halt nichts, wenn du mit dem Ball komplett über den Platz läufst und dann einfach ins Nichts spielst. Wie gesagt, Zimmer macht halt immer mal wieder seine Fehler, aber dadurch, dass er danach Sachen gut macht, macht er seine Fehler wieder weg und dann sagt man doch, ja, eigentlich war es ein gutes Spiel, trotz der Fehler. Und in dem Spiel haben die Fehler halt überwogen und die guten Aktionen waren halt eher mau. Ich schließe mich einfach mal wortlos deiner Wahl des EWNST-Preis an. Ich gebe ihn auch einfach John Zimmer. Wie geht's denn mit der Fortuna weiter? Ist natürlich die Frage und da können wir so ein bisschen einen kleinen Ausblick auf den nächsten Gegner geben, nämlich Erzgebirge Aue. Das ist nämlich das erste Spiel im neuen Kalenderjahr. 24.01.18 kommt das Erzgebirge zu uns. Jetzt hat Fortuna natürlich so eine Geschichte mit Erzgebirge Aue. Früher gab es mal eine Fanfreundschaft. Ich weiß nicht, ob sie noch existiert. Aber auf jeden Fall ist Erzgebirge Aue ein Begleiter von Fortuna durch sämtlichste Ligen durch eigentlich. Was mich mit Aue verbindet, ist halt irgendwie, wenn die zu Gast sind, dann ist es eigentlich immer recht harmonisch und dann kann man sich auch mal in der Altstadt, wenn man ein paar Aue-Fans trifft, dann kann man sich auch mal mit denen auf ein Bierchen treffen und sich unterhalten und es ist nicht so, dass wenn dann irgendwie Gladbacher da sind, dass dann immer direkt, dass man sich halt nicht in Ruhe unterhalten kann, sondern da immer irgendwelche Sticheleien kommen. Ja, Sticheleien ist ein super Stichwort. Was mich mit Aue verbindet, ist so ein bisschen früher der Weg zu dem ins Stadion. Das liegt ja mitten in so einem Wald, in so einer Kuppel. Mittlerweile kannst du gar nicht mehr aus dem Wald Trampelfahrt da ins Stadion reingucken, weil die das ja am Bauen sind. Aber früher war das so, zumindest zu Regionalliga-Zeiten oder zu Drittliga-Zeiten war das noch so. Wenn es in Aue nicht genügend Busse gab, musstest du mal von unten den Berg hochlaufen. Bist immer schön mal eine halbe Stunde zu Fuß spaziert. Ex-Fortuna Leihgabe Ferrati spielt mittlerweile bei Aue. So richtiger Stammspieler ist er nicht, aber er kommt da durchaus zu seinen Einsätzen. Aue ist momentan 12. Ja, Tendenz bleibt eher Richtung Mittelfeld. Ob die jetzt 2-3 Plätze besser oder 2-3 Plätze schlechter werden, ist halt irgendwie, ja, aktuell formgerecht. Aber ein Abstieg sollte es eigentlich nicht werden für Aue, denke ich mal. Es ist knapp, und ist ja in der 2. Liga bekannt. Nach oben geht's genauso schnell wie nach unten. Letzter Wettbewerb war natürlich Anfang der Saison, am 6.8. Das Ergebnis in Aue. Hat Fortuna 0-2 im Erzgebirge gewonnen. Micha, ich will tippen, dass Fortuna 2-0 gewinnt. Also praktisch das Hinspielergebnis. Ja, das ist auch mein Tipp. Ich tippe auch, dass Fortuna 2-0 gewinnt, wie im Hinspiel. Und dass es eigentlich ein souveränes Spiel wird. Dann hoffen wir mal, dass Fortuna da die Siegesserie starten wird. Jetzt ist die Frage, Fortuna überwintert auf Platz 1. Herbstmeister sind wir nicht geworden. Happy End? Oder wie geht's nach dem Winter weiter? Ja, ich würde behaupten, wir sind zwar nicht Herbstmeister geworden, aber das Wichtige daran ist ja eigentlich, dass man zur Winterpause Erster ist, weil dann hast du halt länger was davon. Und deswegen finde ich es halt eigentlich besser, so wie jetzt, dass wir halt bis Januar Erster sind, egal was passiert. Also ja, ich finde schon, dass es ein Happy End ist, weil wir halt Erster sind. Und ich denke mal, nach der Winterpause wird es erfolgreich weitergehen. Nur wie erfolgreich ist halt die Frage.
Dann hältst du die Meinung mit Friedhelm Funkel. Ich finde es auch super duper, dass Fortuna auf Platz 1 steht und wir jetzt ins Wintertrainingslager können und die Mannschaft überhaupt keinen Druck hat. Ich störe mich so ein bisschen an der Aussage von Friedhelm Funkel. Klar, wir haben die letzte Woche besprochen, man hat die Punkte in der falschen Reihenfolge geholt. Ich glaube, das Zitat wird auf jede Bundesliga-Fußball-Sprüche-CD, wenn es sowas überhaupt noch gibt, drauf gepresst, bis es nicht mehr geht. Ich tue mich aber trotzdem daran schwer, die letzten Spiele vor diesem Sieg einfach zu vergessen, weil Fortuna da wirklich grausam gespielt hat. Das Spiel gegen Braunschweig war natürlich Schritt in die richtige Richtung, man machte weniger Fehler, man zog nicht ganz alles aus dem Spiel an Kraft raus, was man hatte, und ließ sich auch nicht nach der Halbzeit überrumpeln. Also eigentlich alles gut, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass Fortuna nach dem Winter so weitermachen kann. Ich befürchte eher, dass sie da weiterdümpeln, wenn der Friedhelm da nicht wirklich mal auf den Tisch schaut und sagt, komm, ich gebe jetzt mal auch Talenten und Spielern eine Chance. Ja, ich denke mal auch, was du meinst wegen den Punkten in der falschen Reihenfolge. Na klar kann Friedhelm Funkel sagen, ja, wir sind Erster, was wollt ihr eigentlich? Aber das Ding ist, hätte Fortuna halt konstant gespielt, dann wäre Fortuna mit 10, 12 Punkten Vorsprung Erster. Und ja, das ist zwar ärgerlich und das ist ja eigentlich auch das, was viele Fans kritisieren. Aber natürlich kann man sagen, ja, wir sind Erster, was wollt ihr eigentlich? Ich freue mich total und ich würde mal sagen, die Mission Aufstieg steht. Wie ihr dazu steht, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren schreiben oder auf Facebook, auf Twitter, wie ihr es am liebsten habt. Ihr findet uns da als Projekt Megafon. Kritik natürlich gefällt uns auch, wenn ihr die uns schreibt. Und natürlich empfehlt uns weiter, teilt unsere Links auf Facebook und Twitter. Micha, wir nehmen jetzt die nächsten Wochen einen Winterpausenrückblick auf, wo wir so ein bisschen darüber sprechen, was wir vor der Saison prognostiziert haben und so ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind. Ja, praktisch die, was wir erwartet haben und was gekommen ist und wie es hoffentlich weitergeht. Wann wird sie kommen? Ja, ich denke mal auf jeden Fall vor dem ersten Spiel des neuen Jahres. Ja, mal gucken, wie wir jetzt halt Zeit haben. Wenn es gut läuft, dann vielleicht zwischen Weihnachten und Silvester und wenn es schlecht läuft, dann halt eine Woche vorm Spiel gegen Aue. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Denn wir sind wie jedes Jahr Weihnachten eigentlich, das wisst ihr noch nicht. Wir haben da immer gut zu tun und müssen auch immer viel familiär unterwegs sein. Ja, stellt uns Fragen auf Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, vollkommen egal. Wir lesen die Frage vor, erwähnen euren Namen, wir versuchen natürlich bestmöglich zu beantworten. Und wenn ihr gegrüßt werden wollt, könnt ihr uns das natürlich auch zukommen lassen. Und ansonsten würde ich sagen, wir bedanken uns. Ich bin der Mo, Entwampendribbler auf Twitter. Ich bin Micha, @Schwensky auf Twitter. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.